Astro-Rebellin, Astro-Rebell, willkommen zu deinem Kanal der Astrologie. Ich bin Emanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Bevor ich mit der Prognose anfange, möchte ich dich darauf hinweisen, falls du es noch nicht getan hast, diesen Kanal bitte zu abonnieren, sodass du in der Zukunft keine Beiträge von mir verpassen kannst. Ich möchte betonen, dass es sich hier um allgemeine Prognosen handelt und dementsprechend kann man nicht erwarten, dass alle Aussagen für alle Menschen zutreffen. Schütze, du startest August 2023 mit einem Vollmond im Wassermann. Am Monatsanfang könntest du den Impuls verspüren, mehr unterwegs sein zu wollen. Während dieser Zeit könntest du dich verstärkt auf den Austausch von Informationen und Wissen konzentrieren und dich in deinem Umfeld für neue Ideen öffnen. Es ist eine Zeit der Erkenntnis und der Erweiterung deiner geistigen Horizonte. Themen wie Lernen, Schreiben, Post, Geschwister, Auto oder Transport können wichtig sein. Am 2. hast du Mars Trigon Jupiter. Während dieser Zeit wirst du dich auf deine berufliche Weiterentwicklung und deine langfristigen Ziele konzentrieren. Du wirst nach Möglichkeiten suchen, um deine Karriere voranzubringen oder eine wichtige Sache in die Reihe zu bringen. Eine Reise oder ein positives Ereignis wird sich ergeben. Mit Selbstvertrauen und Offenheit für Veränderungen kannst du lernen, deine Zeit und Ressourcen besser einzuteilen. Zwischen dem 3. und dem 8. August hast du Merkur in Opposition zu Saturn. Nutze bitte die Energie dieser Opposition, um deine beruflichen Ambitionen mit deinen familiären Verpflichtungen im Einklang zu bringen. Diese Tage können etwas stressig ausfallen, da sich nicht alles wunschgemäß ergeben wird. Achte darauf, dass du nicht von Selbstzweifeln oder Unsicherheiten in deinen Entscheidungen beeinflusst wirst. Am 9. hast du Venus Quadrat Uranus. Achte darauf, dass du dich nicht von deinem Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung so sehr beeinflussen lässt, sondern auch die Wertschätzung deiner Arbeit für dich selbst und deine persönliche Erfüllung findest. Intensive Auseinandersetzungen mit einer Frau oder in Verbindung zu einer Frau sind mit dieser Konstellation möglich. Zwischen dem 10. und dem 15. Monatstag hast du Merkur Trigon Jupiter. Du wirst dich stärker für Fortschritt, Erneuerung und Wachstum einsetzen. Du könntest das Verlangen haben, neue Fähigkeiten zu erlernen oder vorhandene Kenntnisse zu vertiefen. Das machst du, weil du in deinem beruflichen Bereich Wachstum brauchst, Entwicklung brauchst und neue Erfahrungen. Am 6. des Monats hast du einen Neumond im Löwe. Es ist eine Zeit, um dein inneres Feuer zu entfachen und mit Begeisterung deine persönlichen Überzeugungen und Ideale auszudrücken. Themen wie Reise, Bildung und Werbung und auch Rechtssachen stehen bei den meisten Schützen im Vordergrund. Danach zwischen dem 17. und dem 22. Monatstag hast du Mars Opposition Neptun. Während dieser Zeit könntest du das Gefühl haben, dass du dich zwischen deinem Bedürfnis nach praktischem Handeln und deinem Verlangen nach emotionaler Tiefe und spiritueller Erfüllung hin und her gerissen bist. Du wirst Schwierigkeiten haben, zwischen Realität und Wunschvorstellungen zu unterscheiden. Frustrierende Entwicklungen sind leider mit dieser Konstellation an diesen Tagen möglich. Danach am 23. hast du Merkur rückläufig im Jungfrau. Bis 15. September könntest du das Gefühl haben, dass berufliche Projekte oder Pläne ins Stocken geraten sind und es könnten auch Missverständnisse oder Kommunikationsprobleme mit Vorgesetzten oder Kollegen auftreten. Eine astrologische Analyse ist diesbezüglich empfehlenswert. Und dann am Ende haben wir zwischen dem 24. und dem 31. Sonne-Opposition Saturn.
Diese Konstellation deutet darauf hin, dass es in Bezug auf deine familiären Verbindungen und dein emotionales Wohlbefinden einige Herausforderungen am Monatsende geben könnte. Erinnere dich immer daran, dass diese allgemeine Aussagen sind und dementsprechend kann man nicht erwarten, dass alle Aussagen ganz genau bei allen Menschen zutreffen. Daher empfehle ich den Menschen, auf der individuellen Basis eine astrologische Analyse zu buchen oder in Anspruch zu nehmen, sodass ich mir anschauen kann, was auf dich in deiner Zukunft zukommen wird. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Glück im August 2023.